Hallo, wieder im wunderschönen Nerim, am Rande des Schicksals. So, wir sollten jetzt zweierlei Sachen machen. Zum einen... Ah! Ihr könnt während eines Einbruchs nicht warten. Verzeiht, ich denke mal, ich bin unerwünscht. Ich gehe, wenn ich die Tür finde. So, nach diesem Einbruch werden wir kurz eine Stunde warten. Shut up, Regen! Und dann werden wir uns mal ein Level up geben. Konstitution, Geschicklichkeit und Stärke. Level 9. Ja, dann müssen wir irgendwie wieder zum Sanktum zurück, habe ich das Gefühl. Gucken wir mal kurz. Ja, ich habe mir die Waffe und meine Aufgabe zu erfüllen. Ich kann ins Sanktum. Ja, was soll denn das denn? Okay, auch zum Sanktum. Ich frage mich ja, haben wir eine Teleportrune? Die, ja, warum? Wir haben sie. Benutzen sie. Ladebildschirm. Der Orden kämpft bereits seit 1000 Jahren für die Freiheit der Menschen und ihr Recht auf eine... auf einen grauen Esel. So, ich würde mal sagen, da sind wir wieder. Und labern mit ihr. Wir haben den Auftrag erfüllt. Der Magie zu e ja, ja, zweite Aufgabe. So, ihr habt die Vermisste also retten können. Damit habt ihr uns einen großen Dienst erwiesen. Und das entlohnen wir euch auch dementsprechend. Das ist aber nett. Jetzt habe ich aber leider nicht mehr für euch zu tun. Ihr könnt mit Akorias oder Melvin sprechen. Vielleicht braucht einer von ihnen etwas Hilfe. Ja, ja. So. Keine Belohnung, kein Nix. Okay, danke, ne? Lederstiefel des... Warum leichte Rüstung? Was will ich mit leichter Rüstung? Oh Gott. Aber wir sollten... Ach komm. Ein paar Dinge können wir hier verkaufen. Lähmen ist gut. Der Magie. Warte. Das machen wir doch mal. Wunderbärschi. Jetzt haben wir wieder eine verzauberte Waffe. Dennoch würde ich kurz einmal zu den Templern rübergehen, zu uns Paladin. Ja stimmt, warum sind wir eigentlich ein Paladin und nicht wie die anderen ein Templer? Im Prinzip sollten wir uns ja denen angeschlossen haben. Boah, diese Seitwärtsbewegungen sind doch ultra schön. Ein Spiel aus dem Jahre 2006, ich weiß. Mit wem reden wir denn dafür? Reden wir erstmal mit dir. Ja, bitte. Was du für uns tun kannst. Erstmal reparier mal, damit wir schön pleite gehen. Und dann haben wir was für dich. Oh, du hast ja überhaupt kein Money. Was ist mit dir? Ah, nee. Du bist auch nicht viel besser. Deswegen verdicken wir mal. Bei dir... Wir haben ja eh keine andere Wahl. Ah, wir sind schwere Rüstung und so, ne? Müssen wir leider verkaufen, ne? Ansonsten, das können wir auch verkaufen. Ja. Ansonsten hast du neue Waffen. Ja, ich weiß, wir sprechen die gerade zum mehrfachten Mal an. Großartig. Ja, der hat wahrscheinlich auch nicht, oder? Hast du was für uns? Nichts mehr für euch. Okay, kümmern wir uns also um die Aufgabe von Melvin. Wo sollen wir dafür hin? Raus, okay. Und dann sollen wir da hoch. Da steht da wahrscheinlich irgendwo Kim, der uns oder die uns, ich glaube, das soll wirklich ein der sein, uns begleiten soll. Und jetzt können wir ihn auch gerne mitnehmen, damit nicht nur wir kämpfen müssen. So, warte, da kommt es noch. Okay, okay. Ja, wo ist denn der Kleine? Bist du das? Hallo, Kim. Ah, da seid ihr. Bist du ja. Bist du ja. Ersul hat dir alles erzählt, ja?
Ich habe gerade Melvin getroffen und er meinte, dass du dich verdammt gut geschlagen hast. Ist das nicht großartig hier? Merzel hat gesagt, dass wir Begabte sind und dass es nicht viele wie uns gibt. Gerade noch war ich ein Sklave und nun etwas Besonderes. Vielleicht wendet sich ja doch noch alles zum Guten. Vielleicht war die Zeit in Sildren nur eine Prüfung für mich. Mhm. Jetzt sollten wir aber losmachen, nicht wahr? Losmachen. Wir sollen durch den Pass im Osten gehen und dann... Oh, das weißt du ja sicherlich alles schon. Tja, dann bitte. Du hast den Vorteil. Danke. Es kommt ja so selten vor, dass wir jemand anderen folgen dürfen. Ah nee, warte mal. Ich meine natürlich, es kommt ja so selten vor, dass wir führen dürfen, obwohl wir unsere führende Qualitäten haben. Tun wir aber jetzt kurz zwei Teleportrunen snacken. Einfach zur Sicherheit. Okay, wo müssen wir lang? Ostpass. Da geht's noch Osten. Okay, darüber sollen wir, also solange wir jetzt auf die Straße runtergehen und von da aus weitergehen, sollte alles gar kein Problem sein. Und schaut, wir sind ja schon auf dem richtigen Weg. Oder? Ja. So ungefähr. Oder? Ich weiß es gar nicht. Der Weg führt uns... Warte, wo geht der Weg weiter? Dieser Weg führt definitiv nicht dahin, wo wir hin wollen. Das ist schade. Das heißt aber, wir sind hier. Müsste hier quasi... Boah, das haben wir aber ein bisschen doof gemacht, diesen kleinen Weg hier. Boah, das ist ja wirklich dieser Mini-Weg. Wellenfels. Ja. Ich denke, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt sind wir auf dem Weg der Befreiung. Der Weg der Rechtschaffenen. Oder auch einfach der Weg zum Ostpass. Pass. Das Wort habe ich das letzte Mal häufig in RPGs gehört, als man noch was habe ich gespielt? Gothic, genau. Lauf zum Pass, befreie den Pass, kämpfe im Pass, Vorsicht der Pass. Ah, langer Pass, kurzer Pass, dribbeln oder so ähnlich. Gothic würde ich so liebend gerne let's playen, aber ich denke mal, ich habe schon meine Befürchtungen, überhaupt das Spiel noch zum Laufen zu bringen. Mit Windows 10, weil ich bin ja schon umgestiegen. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass ich schon Probleme hatte, das per Aufnahme zum Laufen zu bekommen, weil es so alt war, als ich noch mit Windows 7 gearbeitet habe. Naja, was soll's. Vielleicht geht es ja irgendwann irgendwie hin. Aber zuerst sollten wir uns für den... Wow! Jetzt habe ich mich erschrocken. Jetzt habe ich mich echt erschrocken. Da habe ich mich echt erschrocken. Habe ich das erwähnt? Nur Crap. Danke für deine Hilfe, Kim. Ich weiß nicht, ob ich das ohne deine Hilfe überhaupt noch überlebt hätte. Uah. Gerade richtig dumm ist das so ein richtig fieser Rülpser. Ich glaube sogar in Kombination eines Schluckaufes in mir ruht. Und mehr halt, ne? Er hat ein Parierschwert. Da hat Kim sein... Ne, Kim hilft und... Kim denkt gar nicht mal dran, uns zu helfen. Kim, du bist ein Arschloch. So armselig. Okay. Okay. Nein. Halt, stopp. Ich bin echt von Kim enttäuscht.
wenn ich es mal so sagen darf. Und er lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Kim, du bist so ein Arschloch. Du bist nutzlos. Du bist ein Niemand. Du bist nichts. Du bist ein Sklave. Ich bin enttäuscht von dir. Kim, geh dich erhängen. Ich bin sauer auf dich. Du hast deine Chance bei mir verspielt. Ja, da müssen wir doch jetzt nicht dadurch, oder? Ich hoffe nur, Mersul hat übertrieben, als er von Gefahren gesprochen hat. Auf der anderen Seite. Nun, wir sind ja immerhin etwas Besonderes. Also eigentlich müssten wir mit allem fertig werden. Kim, du bist besonders dämlich. Du bist besonders scheiße. Ich will mit dir zu reden, tut mir langsam weh. Ich hab's ja da vorhin noch toleriert, dass du wie so ein Behinderter einfach so, ja, ich bin besonders, das hat meine Mama auch schon gesagt. Und davor, die Depri-Sau geschoben hat und so, ach, ich bin doch nur ein Sklave. Und dann tust du ein Fick, um mir zu helfen. Und da sind jetzt Goblins, Gumps und ihr wisst schon. Mal gucken, wie Kobolde. Wie hilfreich du jetzt sein wirst. Ich hoffe, du stirbst, Kim. Wenn du echt nichts machst. Ich weiß nicht, ob du dann dein Leben verdient hast. Boah, stirb. Falls tot um und verblutet. Boah, die Viecher sind schon lästig. Ich hoffe, ich fall dir nicht zur Last, Kim. Ich könnte gar nicht mehr mit mir leben, wenn ich es tun würde. Das würde ich bloß ohne Kim nur anstellen. Ah, das ist mein Zauber auf mich gewirkt. Mehr als ich jemals von dir erwartet hätte. Und ein zweiter geht noch, auch noch daneben. So, weg mit denen. Ich weiß gar nicht, haben wir... Wir haben einen Mörser. Mörser. Dann machen wir doch mal ein bisschen... Zauberei. Alchemie. XP. So und so. Ektoplasma. Du bleibst allein. Ansonsten Fliegenpilz bleibst auch allein. Nee. Das hört sich doch gut an. Und Lebensenergie. Ja, haben wir reichlich. Magika festige. Okay. Käsestück. Okay. So. So. Da tut sich dann auch was, wa? Ja, ansonsten würde ich mal sagen, sind wir großartig mit Alchemie durch, ne? Ja, hier noch mit Leinen. Da haben wir schon ein paar neue Tränke gezaubert. Ah, wir warten mal kurz eine Stunde, dass wir wieder ein bisschen Leben haben. Und dann machen wir uns weiter bis zum Wellenfels. Das ist so ein langer Weg. Und dann auch noch mit Kim. Da weiß ich gar nicht, was wir so alles auf dem Weg machen können mit dieser Pappnase. Außer die Schönheit der Natur zu bewundern. Ein langer Weg wird das. Ein steiniger Weg. Und ein interessanter vielleicht ja doch. Weil ich meine, das sieht schon ganz nett aus. So mit Säulen zwischen den Bergen. Und halt so schön, ne? Des kaiserlichen Utopias.
Aber das ist Nerim, hier gibt's kein Kaiserreich. Hier gibt's nur ein Königreich. Wobei, da das Land von Göttern beherrscht wird, könnte man doch schon vom Götterreich sprechen. Ah, keine Ahnung, wie man das nennen sollte. Ich weiß auch nicht, ob es mir wirklich interessant genug erscheint. Wobei, wenn man es mir sagen würde, ey, das ist ein Götterreich, dann würde ich sagen, cool, das habe ich mir ja schon glatt gedacht. Wie cool ist das denn? Aber so, nö, ne? Nicht mit mir. Okay. Eine Leiche sehen. Ladies and Gentlemen, wir sehen die erste große Gefahr. Hi. Du scheinst wirklich ein bisschen stark zu sein. Da versuchen wir den einfach mal ein bisschen wegzuhauen, wobei funktioniert nicht so gut. Versuchen den einfach ein bisschen ausweichen. Schlagen. Jetzt hör auf, Feuerbälle auf mich zu schlagen. Danke. Oh. Gold. Ein Esel. Truhe können wir nicht separat, das gehört zum Esel. Händler, ja. Kann man nehmen. Kann man auch nehmen. Kann man verkaufen. Genauso wie das. Aber gucken wir mal kurz. Ring, wie viele Ringe können wir... Okay, wir können 2 Ringe anziehen. Würde ich mal sagen. Warum nicht, ne? Ich denke mal, wir nutzen mal die Gelegenheit hier und machen mal eine Pause.